So, warte. Okay, der macht da irgendwas wieder am Topf. Nicht so laut, nicht so laut, nicht so laut. Ich glaube, das war ein bisschen laut gewesen. Ich bewege meinen Arsch mal ein bisschen weg hier, ne? So. Geh mal hoch da. Und hier einmal rein. So, wo sind wir denn hier gelandet? Wo sind wir denn hier gelandet? Hier liegt ein Würstchen auf dem Boden. Ganz nass und dreckig. Kleinen Moment mal eben. Woraus? Oh nein, ich war gerade kurz am Überlegen, woraus die Würstchen eigentlich gemacht sind. Und ich glaube, jeder von euch kann es sich schon denken. Na super. Fleischwolf. Ah nee, so eine Würste ist ja gar kein Fleischwolf. Das ist mir so eine komische Würstchenmaschine, wo nichts rauskommt. Kann ich hier vielleicht? Ah. Jetzt? Oh, schönes Mädchenfleisch. So muss es sein. I. Alter. Oh, da passiert nichts mehr. Jetzt müssen wir bestimmt hier nochmal ein schönes Fleischstückchen reinwerfen. Ein schönes Fleischstückchen reinwerfen. Da kommt nichts mehr. Okay. Ich kann nicht zufällig irgendwie... Wie mache ich das denn? Hier komme ich auch nicht hoch. Doch, ich komme hier hoch. Ah, ich komme hier hoch, alles klar. Alles klar, gut. Yay. Noch mehr Leichen. Alle natürlich exklusiv vom Hausmeister verpackt, beziehungsweise vom Langfinger genommen. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Muss ich hier durch die Tür? Komme ich überhaupt durch die Tür? Ich komme nicht durch die Tür. Aber hier komme ich sicherlich durch. Jo, hier komme ich durch. Was ist das hier? Ich mache mal ganz kurz das Lämpchen an. Und das nehme ich natürlich auch direkt nochmal mit. So. Zack. Mal kurz gucken. Sind hier irgendwelche Öfen oder sowas? Oh nein. Oh, ist der tot? Oder schläft der? Wo komme ich denn da jetzt hin? So jedenfalls nicht. So viel ist schon mal sicher. So, warte, 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 warte. Hey? Wie stelle ich das an? Hä? Warte mal. Hier kann ich nichts machen. Oh nein. Ich habe schon wieder so eine Vermutung. Wenn wir jetzt... Wir müssen bestimmt... Das sind bestimmt so eine Zagstückler, so eine Fleischwölfe, ne? Und ich kann mir so gut denken, dass wir jetzt wahrscheinlich hier unser kleines Zäpfchen da wahrscheinlich jetzt reinwerfen müssen. Um daraus Wurst herzustellen. Das ist ja super. Aber wie komme ich denn jetzt hier... Ich kann da nicht hin. Ich blicke jetzt gerade nicht, was wir machen müssen. Hier hinten ist auch nichts. Oder sind das... Nee, das sind... Ich glaube nicht, dass es zur Fleischverarbeitung ist. Das ist irgendwas anderes, glaube ich. Weil das ist so ein Gitter eben halt vor. Ich glaube, das ist irgendwas anderes. Ich bin mir gerade nicht sicher, was. Aber es wird irgendwas sein. So viel ist schon mal sicher. So. Hä? Sag mal, bin ich verblödet oder bin ich blöd? Ich kann da nicht ranspringen. Wollte ich nur mal kurz angemerkt haben. Hä? Wenn ich hier raufgehe, dann... Ich habe Angst, gleich in diese Wurstmaschine zu fallen. Das wäre nicht so toll. Warte. Klar doch. Natürlich, warte mal. Wir können doch hier... Hier ist doch Fleisch im Regal. Warum auch immer Fleisch im Regal liegt, ich... Ja. Warte mal. Ah, können wir da überhaupt ranspringen? Geht das? Oder hier an den Haken? An den Haken geht. Okay, das ist schon mal gut. Warte. Ah, okay.
Alles klar, okay. Einen fetten Schinken haben wir hier runtergeholt. Boah, jetzt Schinken, ne? Voll geil. Schön an der Pfanne braten. Hätte ich jetzt voll Bock drauf. So. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das reicht. Ich hoffe es einfach mal. Ach, guck mal, hier liegt da auch noch einer. Stimmt. Hier, hallo, kann ich den überhaupt nehmen? Alles gut, ich kann den nehmen. Ich muss den von der richtigen Seite greifen. Von der richtigen Seite greifen. Jetzt, hier. Perfekt. Sieht mir eher aus wie so eine durchtrennte... Ja, wie so eine durchtrennte Nuss. So eine, wie heißen die Dinger nochmal? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Ja, ihr wisst, welche Nüsse. Hier die mit den Schalen da, mit diesen zwei Beulen drin. Hast du so, ne? Erdnüsse war es. Sieht mir aus wie so eine durchtrennte Erdnussschale. So, können wir wieder Fleisch herstellen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Jo, fett Fleisch hier. Und einmal, ja, ja, super, guckt euch das mal an. Aber wofür war jetzt dieser eine Raum, wo wir eben drin waren? Okay, kann sein, dass der auch einfach nur wahrscheinlich für diese kleine Porzellanfigur war. Jetzt können wir hier sicherlich, ja, perfekt. An der Wustkette schwingen wir uns hin und her wie Indiana Jones. So, wir sind drinne. Und wir gehen weiter. Ich frage mich aber auch gerade, für wen ist denn das ganze Essen? Also das sah mir ja nicht nach einer normalen Küche aus, es sah mir schon nach einer Küche aus, wo wirklich für reichlich Leute Essen gemacht wird. Und hier wird überall das ganze Fleisch gelagert. Wobei, das hier sieht mir aber nicht so klein aus wie die anderen Mädchen, ne? Wie die anderen, die wir gesehen haben. Vielleicht sind das ja irgendwie ausgewachsen, ich weiß es nicht. Vielleicht werden die ja irgendwann dann so groß. Man weiß es natürlich nicht. Kann ja sein, dass wir irgendwann dann auch so groß sind. Dass wir eben halt nur, ja, ein Kleinkind sind. Wäre ja möglich. So. Nee. Du siehst ja noch hässlicher aus als dein Bruder. Fettsack. Ich war gerade ein bisschen überfordert. Ich wusste nicht, was wir machen sollen. Warte. Wir regeln die Situation. Ich krieg das schon hin. Vertraut mir. So, nochmal. Steh auf. Du wirst nicht fürs Rumgammeln bezahlt. Ich muss auch mal ein bisschen die Augen aufhalten nach irgendwelchen Porzellanfigürchen, die wir hier mitnehmen können. Ach, guck mal, hier können wir uns drin verstecken. Alles klar. So, warte, dann einmal. Der Hebel muss auch unbedingt auf der Seite sein. Vielen Dank. So. Einmal renn hier. Bin ich da? Unser gelber Arsch guckt ein bisschen raus. Was? Erstmal den Schütteltest an der Kiste ausprobieren. Oh, geil, schöner alter Käse. Ja, genau, erstmal in die Arschritze reinschieben. Das findet er geil. Und jetzt macht er was? Er steckt sich die ganze Zeit Sachen in den Arsch rein. Ich weiß nicht. Also, warte mal. Tipp. Komm hier hoch. Ja, geil. Tschüssi. Bin mal weg, ne? Ich bin mal weg, D.E. Mach auf. Fuck. Der kommt jetzt hier bestimmt hoch. Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken. Hallo, mein Name ist Tanzverbot und ich überroll dich jetzt. Oh, hier ist Sackgasse. Aber der kommt hier bestimmt nicht mit seinen fetten Armen rein. Das glaube ich nicht. Ah, so. Oh, alles klar. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel, haben wir unten gesehen. Und den finden wir jetzt sicherlich hier.
Ach so, er ist wahrscheinlich auch eben aufgestanden und jetzt arbeiten gegangen. Alter! Und der Schlüssel liegt natürlich auf dem Tisch, Alter. Willst du mich verkackaschen? Was macht der Typ da? Ja, genau. Man sieht schon eher... Ja, was... Was war das denn? Er kratzt sich unter seine... Unter seiner Halsfalte? Ah nee, der hat gar keinen Hals mehr. Jetzt leckt er irgendwie dran? Macht er da irgendwie eine Kostprobe? Oder was... Was wird das? Du hast es schon durchtrennt an der Stelle. Aber gut. Macht er nichts. Okay, er wird da, denke ich mal, nichts machen. Er ist da jetzt die ganze Zeit dabei, macht irgendwelche Kostproben. Geh da hoch, Mann. Das hat er nicht gesehen? Das hat er nicht gesehen, was? Nein! Nein! Nein, geh weg! Geh weg! Nein! Du bist zu fett, du bist zu fett, du kommst hier nicht runter, Fettsack, Fettsack! Oh, Baby, schwindet dein Arsch voll erotisch. Okay, pass mal auf, wir warten noch mal ganz kurz, bis er sich wieder umdreht. Wir lassen ihn noch mal kurz sein zacktes Fleisch zacken. Was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Jetzt pult er da wieder irgendwas raus? Steckt sich das wieder in den Hintern rein? Hm. Jetzt begutachtet er es. Jetzt schmiert er irgendwelche Popel rein. Er kratzt drinnen herum. Er sucht, glaube ich, was. Ich glaube, er sucht was. Jetzt steckt er sich wieder was in seine Halsfalte rein. Okay. In sein Doppelkinn. Wobei, das ist inzwischen schon Dribble-Drubble-Kinn. Alter, wie das aussieht. Das ist ja nur so ein Lappen, der da irgendwie runterhängt, sein Gesicht. Entschuldigung. Der Herr. Würden Sie sich vielleicht nochmal umdrehen? Damit ich hier weitermachen kann. Das wäre sehr freundlich von Ihnen. Jo, jetzt ist er am Start. Warte. Warte. Nein! Müssen wir jetzt wieder warten. Ich kann jetzt den Schlüssel nicht holen. Das würde er sehen. Hm. Ja, und sonst so bei euch? Alles gut? Guck mal, da hinten kommen wir auch noch hin. Das würde ich eigentlich auch ganz gerne machen. Ich glaube, das mache ich sogar. Ach, wir können den... Können wir den Schlüssel da überhaupt... Warte mal, von wo sind wir denn gekommen? Wir sind, glaube ich, von oben oder sind wir hier unten von... Ah nee, da ist eine Tür, alles klar. Ich wollte gerade sagen, sonst kriegen wir den Schlüssel da ja gar nicht durch. So, Vollidiot vom Dienst. Würden Sie vielleicht sich nochmal umdrehen und... Ja, geil. Geil, richtig geil, was du da machst. Hat er da noch einen Mund drunter? Alter, der hat da noch einen Mund drunter. Der hat zwei Münder. Habt ihr das gesehen? Am Hals. Direkt unter seinen komischen Lappen da. Jetzt schiebt er sich das in die Nase. Ist... Was wird das? Der Herr, ich würde gerne weitermachen. Entschuldigung, wenn ihr euch das jetzt angucken müsst, aber dann wird die Folge einfach ein bisschen länger. Hm? Der braucht echt lange. Aber ich kann mich jetzt auch nicht wegbewegen. Das würde er sehen, wenn ich jetzt den Schlüssel holen würde. Es sei denn, ich bin fix. Aber so fix bin ich, glaube ich, nicht. Okay, pass auf. No risk, no fun.
Okay, er hat uns. Das, ja, war logisch gewesen, dass das nicht klappt. Der Schlüssel lag da so beschissen und er steht da wirklich gefühlt eine Stunde immer an seinen scheiß Tisch dran und popelt da irgendwie in sein scheiß Fleisch rum. Das kann einfach nicht funktionieren. So. Machen wir normal. Ich setze mich diesmal direkt hier hinter. Können wir ihn irgendwie ablenken? Wir haben hier leider nichts rumliegen. Ich probiere mal was. Das sieht er nicht? Ja gut, aber ist auch kein Wunder, wenn die Augen so verfettet sind. So. Was ist das denn? Ah, na klar. Boah, Alter. Okay, wir haben den Schlüssel. Wir können abhauen. Und er hat nichts mitbekommen. Bis jetzt zumindest. Bis jetzt hat er zumindest nichts mitbekommen. Das ist schon mal gut. Ja gut, das hat er natürlich gehört. Das ist scheiße. Komm, 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 komm. Steck ihn rein. Steck ihn rein, schnell. Okay, das hört sich falsch an. Jetzt mach er rein. Ja. Danke. Nein, du sollst den Schluss aufheben. Du sollst den Schluss aufheben, du. Oh, fuck. Oh, fuck. Kletter rein da. Kann ich da rein? Ja, ich kann da rein. Oh, Gott. Bin ich da? Ich glaube, die ist wieder nach oben gefahren. Oh, danke schön, dass sie mir die Tür zumachen. Ja. Scheiße, ist abgeschlossen. Mist. Komme ich hier vielleicht hoch? Ich komme den Müllsack... Turm nicht hoch. Okay. Was ist das? Kann ich hier irgendwie... Ja, gut. Kann man machen hin und wieder, aber... Ah! Ach so! Eine Müllkammer. Mit einem Pömpel. Voll geil. Voll geil, Alter. Und dich habe ich natürlich nicht übersehen. Super. Es gibt übrigens auch so Skins hier im Spiel, ne? So verschiedene Kopfbedeckungen. Die würde ich eigentlich sonst auch mal ganz gerne ausprobieren. Warte mal, ist das eine scheiß Müllpresse? Wie in Star Wars? Och, nö. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Wie komme ich jetzt hier... Warte. Ich glaube, ich hab's schon. Ja, war doch klar. Das sah mir schon so verdächtig aus. Ist keine Müllpresse. Okay, es sah mir echt ein bisschen danach aus. Okay, hier können wir nichts machen. Ah, jetzt wird's sauber gemacht. Ist auch mal was Neues in dem Spiel. Oh, die zwei Zwillinge, da waschen sie zusammen. Ist das nicht schön? Guck, wie viel Spaß die haben.